Der Sack hat mich nicht gesehen, glücklicherweise. Das Blöde ist, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Da ist, okay, da ist einer. Okay, aber er geht jetzt wieder weg. Er kommt gleich hier lang, das heißt, dann kann ich ihn ausnocken. Okay, jetzt muss ich ihn irgendwie kriegen, das heißt, hier muss ich jetzt weg. Vor allem, dass die immer gleich denken, huh, das muss ja ein Feind sein. Ich meine, das könnte ja auch einer von seinen Leuten sein, oder? Theoretisch, der hier einfach mal schnell rumrennt oder kacken muss oder... Was weiß ich, mein Gott. Wir sind hier im Dschungel, da gibt es halt keine Toiletten. Okay. Sobald er wieder nach hinten geht, von meiner Perspektive aus, werde ich versuchen, da irgendwie hinzukommen. Wahrscheinlich rüber zu springen, mich in den Büschen verstecken und dann... Zack! Schlage ich zu. Okay, da sind direkt neue Leute am Start. Aber das soll mir egal sein. Oh, shit. Verbrauch nicht so viel. Ich glaube, das wird keine kurze Mission. Ich sehe den Sinn darin nicht. Okay, er geht wieder weg. Schnell rüber, zack. Wenn wir weiter Märchen nachjagen, gehen wir noch alle drauf. Verdammt. Scheiße, 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 scheiße. Das war nicht ganz so geplant, wie ich es eigentlich wollte. Ich dachte eigentlich, ich kann da direkt mit Kreis auf ihn raufspringen, aber das hat wohl nicht so funktioniert, wie ich wollte. Naja, gut. Jetzt ist er natürlich direkt unter mir. Nix. Wunderbar. Du hast nichts gesehen. Hättest du mal doch was gesehen. Ah, oh, ist ärgerlich. Jetzt bist du tot. Hä? Jetzt ist der von da oben. Nee, von da unten nach da oben gegangen. Ist der doof? Das kann der doch nicht einfach machen. Ich glaube, der ist verrückt. Aber echt mal. Bam. Nice. Jetzt mal wenigstens funktioniert, wie es wollte. Auch wenn ich gar nicht wusste, dass da einer ist. Aber hey, ist ja egal. Gut. Der läuft da lang. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken. Fuck. Hm. Das ist blöd. Jetzt weiß ich nicht, geht der weg? Was tut es? Geht jetzt da oben vielleicht hin? Ich will gern hier hin. Kommt der jetzt her? Es könnte... Oh shit, da ist einer. Ah. Nee, der ist da unten, okay. So, der ist da. Sehr gut. Da unten haben wir noch einen, da haben wir noch einen. So, ciao. Ach, die nehme ich gerne mit. Nee, die Fallen nehme ich nicht mit, die ist doof. I don't like this weapon. Jetzt habe ich hier eigentlich eine Kackpussy, weil ich nicht genau sehe, wo die ganzen Kackpratzen sind, ne? Aber das ist kein Problem, wir laufen einfach mal eben lang. Hierhin und dorthin. Und vielleicht sich verstecken.
Verrückt, ich weiß. So, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Und schnell. Oh mein Gott, ich dachte, das wird nichts. Wo ist denn der Typ? Oh, der ist da hinten. Ich dachte, der ist jetzt irgendwie runtergelaufen. Das war witzig. Eigentlich müsste man die Waffe voll sehen. Aber die nicht, nee, nee. Oh shit, ich habe da gerade einen Laser gesehen. Ah. Toll. Okay. Wo kommt dieser blöde fucking Laser her, ey? Das muss ich herausfinden. Von da hinten irgendwo, aber der kann ja nicht. Und wenn man bedenkt, es ist noch nicht mal Mittag. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ich werde hier wahrscheinlich gesehen. So, tschüss. Okay, na dann, da unten ist einer, da ist einer mit so einem komischen kack-fucking Laserpointer. Ah, oh, da ist noch einer, ach du Scheiße. Okay, hier ist also Spaß angesagt. Er ist das mit dem Laserpointer. Ich könnte jetzt natürlich wild losballern, weil ich glaube, hier dürfte es relativ schwierig werden, die zu töten, ohne dass man mich sieht. Obwohl... eigentlich auch wieder nicht. Zumindest den einen, den kann ich töten. Ich warte mal, bis der wieder herkommt. Und dann schauen wir mal. Ich muss diesen Lasermann auf jeden Fall ausschalten, weil der... der geht mir jetzt schon auf den Sack, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Ah, da ist noch so ein Lasermann. Toll, da sind mehrere Lasermänner. Ich bin begeistert. So, mein Freund. Gute Nacht. Obwohl hier auch problematisch ist, wenn man... Das ist... Nee, der und der da. Ah. Ich meine, gut, es gibt hier auch noch ein paar andere Wege. Ich kann auch hier... Ah, ich kann hier erstmal zu den Lasermann gehen. Das ist cool. Scheiße, da sind zwei. Okay, aber der eine, der geht wieder weg. Wenigstens kurzzeitig ist er dann weg. Das ist ja auch schon mal was. Der geht auch weg. Das ist natürlich cool. Aber dann bringt mir das ja nichts daran zu hängen. Okay, dann guck mal da hin. Ich muss irgendwie die Leute ausschalten. So schlimm wie Angola, was? Hm, weiß nicht. Shit. Komm schon nah ran. Fuck, jetzt habe ich, glaube ich, gleich ein kleines Problem. Hab was gesehen. Vorsichtig, Blue. Scheiße. Das war's. Scheiße, jetzt alles sauber. Okay, ich muss den jetzt schnell kalt machen. Mann! Okay, jetzt ist doof. Scheiße. Und tot. Jetzt haben sie mich natürlich entdeckt. Ich weiß gar nicht, wer der Gegner ist, ey. Ohne Spaß. Ich bin tot. Ach, das ist doch Kacke. Wenn er mich gesehen hat, ey. So, na gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich kann die ja nicht erschießen, das ist das Problem. Ich muss die irgendwie so ausnocken. Wo ist denn der Sack jetzt? Ah, der ist da hinten. Oh, ich sollte vielleicht hier weg.
Okay, ich muss den irgendwie ausnocken, den Typen. Während keiner guckt. Theoretisch wäre jetzt eine gute Chance, weil er guckt woanders hin. Aber ja. Und wieder weg. Schnell. Sehr gut. Und wir springen jetzt schnell hier rüber. So. Scheiße, okay, jetzt kommt nämlich der Dicke. Ja, wenn der kommt, da würde ich jetzt nicht unbedingt den töten. Der geht auch gleich wieder weg, dann kann ich da hoch und dann läuft das schon. Guck mal, die Leiche ist auch gut versteckt. Ich weiß selber nicht, wo sie ist. Siehst du mal. Ja, geil, ich kann nur hier hoch, oder was? Kein Problem. So, der läuft hier schön durch den Dickicht. Ja, das finde ich sehr gut. Da läuft einer durch den Dickicht. Sehr gut. So. Oh shit, da läuft ja auch noch einer. Hi. Einen von uns hat's erwischt. Wir haben Gesellschaft. Fuck. Das ist doof. Wie hatten der den bitte gesehen? Den nicht, weiß aber den da unten, der da im Dickicht liegt, den hat er gesehen natürlich. Den hat er gesehen. Mhm. Ich verstehe. Aber das ist natürlich sehr klar. Man sieht immer die Leute, die verstecken. Der ist doch voll versteckt. Den siehst du doch gar nicht. Komischer Typ, ey. Fucking Cheater, weißt du? So fängt's an. So, jetzt aber weg hier. Komme ich überhaupt weg? Ich weiß gar nicht, wie ich hier wegkomme. Muss ich die alle töten oder nicht? Bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ah. Ich weiß, ja, ich glaube, jetzt geht's weiter, aber wahrscheinlich sind hier auch noch Leute. Wie bin ich los? Ja, ich hoffe. Klein Penner, ey. Weißt du, die einfach durch Blätter durchgucken können? Durch Blätter. Komm mal denn da hin. Was ist das? Frechheit ist das. So. Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf, und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugel ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffener Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, erster Offizier der Suffolk, 23. März 1808. Das heißt, der gute Mr. Burns war etwas versessen. Wow, ganz schön düster. Auf diesen Schatz. Objektuntersuchung, kann ich ja noch mehr gucken oder nicht? Nee, ja, dann kann auch wieder weg. Tschüss. Der war wohl ein bisschen besessen davon, den Schatz zu finden, scheint. Genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Okay, es geht da lang, aber es geht auch hier lang. Was ist hier? Hier ist einfach nur eine kleine Höhle. Ah, hier. Ach so. Okay, da wäre ich von der anderen Seite einfach nur gekommen. Okay. Wissen wir Bescheid. Finde ich cool, dass man auch so ein bisschen so kleine Textstückchen findet und so. Weil ich finde, das ist schon interessant. Oh. Meine Güte, alles geht kaputt, ne? Unglaublich.
Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Wobei ich es ein bisschen komisch finde, nach dem, was er erlebt hat. Ich meine, Eldorado, Shabala hieß sie, ne? Shangri-La, also das ist das Gleiche. Und Iram. Hält er es für unmöglich, dass die Piraten eine Stadt erbaut haben? Als Piraten, also, dass sie das geschafft hätten? Nach dem, was er gesehen hat, das finde ich ein bisschen unrealistisch, weil, ich meine, der hat schon viel Scheiße erlebt. Ja? Der hat schon, keine Ahnung, irgendwelche komischen Zombie-Monster gesehen, die da schon seit hunderten von Jahren anscheinend Wache halten. Aber dass Piraten eine Stadt bauen, das ist unmöglich. Das muss Fantasie sein. Herr Drake. Oh, das könnte was sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer positiv denken. Hä? Wie kommt der auf einmal dahin? Na los, hier lang. Ja, Moment, du bist von hier gekommen. Du warst doch gerade hinter mir. Manchmal ist das so doof, dass die einfach da taucht einfach auf. Zack. Das ist wie in so einem Horrorfilm, ey. Wir müssen uns umgucken. Nicht nur laufen. Vielleicht sehen wir irgendwas Wichtiges. Ja, oder vielleicht auch nicht. Sam, hier oben. Ich komme. Hä? Wo, hier oben? Hier oben? Ach, hier können wir runter. Na dann. Zu Hause. Komisch. Hier sah es auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Na, das kann man jetzt nicht wissen, das ist nur reine Spekulation, weil es kann ja auch sein, dass das so gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob man da nicht einfach drunter klettern sollte, aber okay. Ich meine, man könnte ja drunter kriechen, das wird schon nicht runterfallen. Sam, hier lang.